Hi und herzlich willkommen zum nächsten Video von Die Sachsengriller. Ja, wir waren wieder mal der Meinung, es wird mal wieder Zeit für ein Vorstellungsvideo. Und zwar stellen wir euch heute ein neues Thermometer der Firma Inkbird vor. Wie das genau heißt, was hier alles drin steckt, das erzähle ich euch gleich. Dafür müsst ihr aber erstmal rankommen und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Okay, ihr seid da. Vorstellen wollen wir euch heute das Thermometer der Firma Inkbird. Das ist ein Bluetooth Wi-Fi Smart Barbecue Thermometer und auch bekannt unter dem Namen IBT-26S. Wir packen das jetzt mal gemeinsam aus und schauen, was hier drin ist. Und André wird euch dann in die technischen Details einweihen. Hier haben wir, oder beginnen werden wir mit der Bedienungsanleitung. Die ist zwar auf Englisch alles komplett, aber sollte kein Problem sein, weil die Bedienung des Gerätes ist relativ selbsterklärend. Ja, hier haben wir die Hauptzutat. Das Thermometer, 6 Steckplätze sind mit hier dran. Ich packe das bloß mit euch aus. Wie gesagt, André wird dann die technischen Details eingehen oder auf die technischen Details. Ich finde das schon mal ganz schick vom Aussehen her, muss ich sagen, vom Design her. Warum die Firma Inkbird? Wir haben ja schon das Einstechthermometer bzw. den Sous-Vide-Stick von der Firma Inkbird und sind sehr zufrieden mit den Geräten. Und deswegen haben wir oder hat uns die Firma Inkbird auch das Thermometer zur Verfügung gestellt. Deswegen stellen wir euch das vor. Und ihr wisst ja, wenn wir von was überzeugt sind, dann sagen wir euch das. Und deswegen, genau, weiter geht's. Also wie gesagt, das ist die Inkbird Thermometereinheit und dazu gibt es noch 4 Einstechnadeln mit verschiedenen Farben. Ist immer ganz interessant bzw. von Vorteil, dass man noch weiß, welcher Stecker wo steckt, in welchem Fleischstück. Genau, das sind jetzt die Sachen, die in der Erstbestellung mitgeliefert werden. Es gibt noch, das hatte ich ganz vergessen fast, es gibt noch 2 Klammern. Die Klammern sorgen dafür oder sind dafür da, dass man die Thermometer auch auf den Grillrost festmachen kann, dass man den Garraum überwachen kann. Und in der Packung ist noch ein Ladekabel, um das Gerät zu laden. Auch der Vorteil, hier gibt es keine Batterien. Hier ist ein verbauter Akku mit drin. Ja. Das sind jetzt die Sachen, die es in der Erstauslieferung gibt. Es gibt natürlich noch anderes Zubehör. Darauf wird André dann später nochmal eingehen. Und jetzt, warum brauche ich ein Thermometer? Ein Thermometer hat natürlich den Vorteil, dass man gerade bei dem bekannten Pulled Pork die Temperatur überwachen kann. Ja, viele wundern sich, warum habe ich jetzt diese Plateauphase drin? Warum ist das Fleischstück so? Warum ist das Fleischstück so? Und so kann man die Kurve, das macht André dann nochmal, das seht ihr alles in der App, die Temperaturkurve beobachten. Man sieht, wann das Fleisch, wie lange, wo seine Plateauphase hatte. Und warum brauche ich noch ein Thermometer? Wir sind alles keine, sag mal so, täglich Griller. Ne? Und jeder grillt jeden Tag das gleiche Stück Fleisch. Man hat mal ein dickes Stück Fleisch, man hat mal Schwein, man hat mal Rind. Dann hat man ein dünnes Stück Fleisch. Selbst die Fleischsorten von der gleichen Dicke sind immer unterschiedlich von der Struktur her. Und deswegen ist so ein Thermometer von Vorteil. Ja, es gibt diese Tricks hier mit diesen Daumenballen drücken und solche Sachen. Aber zugegeben, wer macht sowas? Und deswegen ist so ein Thermometer einfach dort, damit ihr dann den perfekten Gargrad für euch habt. Ob das jetzt Schwein, Fisch, Huhn, Rind oder was auch immer ist. Und deswegen ist so ein Thermometer auf alle Fälle von Vorteil. Ich denke mal, ich habe jetzt alles gezeigt. Alles gesagt, was ich sagen darf oder durfte, was ich sagen kann. Und zur Technik gehen wir jetzt über und ich übergebe das Wort an den lieben André. Wenn ihr natürlich Fragen haben solltet, schreibt das unten in die Kommentare und ja, werden auf alle Fälle beantwortet. So, der Marco hat euch ja schon gezeigt, was alles in diesem schönen Paket ist. Jetzt werden wir natürlich erst einmal diesen Aufkleber entfernen und dann tut sich eigentlich erstmal das Design richtig schön entfalten und auf den ersten Blick wirkt das wirklich doch sehr edel. Wir gucken uns das Gerät mal von allen Seiten an und zwar sind hier 1, 2, 3, dann drehen wir es rum, 1, 2, 3, 6 Steckplätze für die Temperaturfühler. 4 wurden mitgeliefert, 2 können noch nachgekauft werden. Des Weiteren hier oben der Anschluss zum Nachladen und dann ist das wie gesagt nur über einen Knopf zu bedienen. Der größte Teil, den macht ihr sowieso über Smartphone auf der App. Was natürlich noch schön ist, am Hinterteil kann man so aufklappen, da hängt das ein bisschen schräg und was ich euch dann noch zeige, aber das dann wirklich erst am Grill. Hier ist auch ein Magnet mit drin, da kann man das schön an magnetische Stelle mit dran heften.
Ja, und was braucht ihr jetzt als nächstes? Und zwar braucht ihr jetzt noch ein Smartphone dafür. Und zwar ist das wieder pipi einfach zu installieren auf dem Smartphone. Einfach mal hier hinten diesen QR-Code scannen, nicht kennen, sondern scannen, die App von Inkbird runterladen und dann stelle ich euch das vor. So, ich habe mir jetzt hier die App runtergeladen. So sieht die aus, habe die mal geöffnet. Und dann geht man einfach hier oben auf das Plus, dann sucht man sich das passende Thermometer aus. Müssen wir mal gucken. 26S, hier ist es schon. Und dann werdet ihr durch das Menü durchgeführt. Bitte stellen Sie sich, dass das Gerät angeschaltet ist. Müssen wir natürlich dann erst einmal anschalten. So, an ist es. Nächster Schritt, stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Bluetooth ist bei mir aktiviert. Nächster Schritt und jetzt wird das Gerät gesucht. Und schon ist es gefunden. Dann einfach mal hier drüben den Knopf drücken zum Bestätigen. Bluetooth-Verbindung war erfolgreich. Dann kann man das noch mit den WLAN verbinden. Das mache ich dann später. Da gebt ihr einfach euer WLAN-Passwort ein. Dann ist die Sache schon Geschichte. So, verbunden haben wir es jetzt. Hier seht ihr unser Gerät angezeigt. Und dann gehen wir doch einfach mal drauf. Und dann seht ihr schon hier die ganzen Bereiche für die ganzen Fühler. Wir haben jetzt noch keins angesteckt, deswegen zeigt es auch noch keine Temperatur an. Ich will euch bloß mal zeigen, was in dieser App alles möglich ist. Aber das jetzt erstmal bloß im Schnellvorlauf. Wir machen ja noch ein kleines Gericht dazu zum Essen. Da geht es dann weiter. Genau, wie gesagt, es ist nicht angesteckt, deswegen werde ich mal einen Fühler. Ist der Marco noch dabei? Ja. Wir stecken mal einen Fühler hinein, werden unser Gerät starten. Wie ihr seht, geht das ratzifatzi. Temperaturbereich ist jetzt hier angezeigt 25 gemacht und deswegen will ich auch gleich nochmal auf den Temperaturbereich eingehen. Der geht natürlich hier im 0,1 Grad Bereich. Man sieht es, 0,8, 0,9 wechselt es immer hin und her. Ja, und natürlich wird das auch jetzt bei euch auf der App angezeigt. 25 gemacht hier, das wechselt immer im 0,1 Grad Bereich. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht, dass es auch so ist. Und dann, wie gesagt, kommt jetzt die große Auswahl, die Wahl der Qual, was man alles mit dem Gerät machen kann. Und zwar, einerseits zeigt es uns erst einmal an, wie viel Akkuladung das Gerät noch hat. Ausgeliefert wird das ungefähr mit 60-70%, so wie es auch angezeigt wird. Als erstes würde ich natürlich euch empfehlen, das Gerät auf 100% aufzuladen. Genau, weil wir gerade beim Laden sind, Ladezeit bis 100% 4 Stunden und die Akkudauer sollte laut Hersteller 32 Stunden betragen. Und mit 32 Stunden, da können wir doch schon einige Pulled Porks machen. Ja, wie geht es dann weiter? Dann seht ihr hier oben die vier Rechtecke und dann seht ihr nochmal die ganzen Thermometer, wenn ihr alle eingesteckt habt, auf einen Blick. So, des Weiteren haben wir hier oben noch das Zahnrad. Hier können wir natürlich erstmal die Grundeinstellungen einstellen. Wifi on, dann die 24-Stunden-Anzeige oder 12-Stunden-Zeige können wir machen. Die Temperatureinheit, Grad Celsius oder Fahrenheit, Stummschaltung, alles mit dabei. Das sind so die ersten Einstellungen, die ihr an dem Gerät einstellen könnt. Dann natürlich hier die ganzen Temperaturenbereich, Bildschirmhelligkeit und, was es alles noch gibt. Das aber erstmal dazu. Dann gehen wir wieder zurück und dann haben wir natürlich einen Fühler drin und da kann man natürlich auch noch ein kleines bisschen spielen. Hier unten, ich gehe bloß mal drauf, das zeigen wir euch dann, wenn wir den Braten machen. Und zwar sieht man dann hier den genauen Temperaturverlauf von unserem Fleisch, aber dazu dann später mehr. Und dann hier drüben
ist dann eine ganz schöne Einstellungssache. Zum Beispiel kann man ja den Fühler auch für den Garraum überwachen, mitnehmen. Und da kann man natürlich auch hier Standardräuchern, Heißräuchern, Kalträuchern nehmen. Wir wollen dann heiß machen, dann können wir hier die Temperatur Minimum angeben, die der Bereich nicht unterschreiten soll, beziehungsweise auch einen maximalen Temperaturbereich. Genau, ja, das werden wir aber dann alles nochmal am Grill machen. So, ich habe mal jetzt noch ein zweites Thermometer, sondern einen zweiten Fühler angesteckt. Hier unten seht ihr den, der ist für die Garraumtemperatur, hier oben der ist fürs Fleisch gedacht. Und natürlich hat man bei Fleisch noch mehr Auswahl. Und zwar kann man die ganze Sache hier natürlich noch einen Timer stellen. Der ist sehr sinnvoll, wenn man zum Beispiel Spare Ribs macht. In der 3-2-1 Methode einfach hier 3 Stunden einstellen. Nach 3 Stunden ertönt dann ein schöner Gong oder ein Klingelton, den ihr eingestellt habt. Das finde ich schon erstmal sehr praktisch. Und des Weiteren dann natürlich gibt es dann noch Voreinstellungen von Inkbird zu den ganzen Temperaturen für Fisch, Wurst, Hähnchen, Lamm etc. Ich zähle jetzt hier nicht alle auf. Das sind wirklich einige Bereiche, die man hier aussuchen kann. Ich werde hier mal das beliebteste nehmen. Was nehmen wir heute mal? Das Schwein. Drücken wir mal drauf. Und dann ist hier der Well-Done-Bereich schon ausgewählt mit einer Temperatur von 63 Grad. Natürlich, der eine mag lieber plus 62 Grad, der eine 65 Grad. Deswegen gibt es noch eine benutzerdefinierte Temperatur, die man einstellen kann. Einfach draufdrücken und dann könnt ihr hier den Temperatur, die ihr haben wollt, natürlich einstellen und dann speichern. Dann ist eure Temperatur eingestellt. Sieht man dann auch hier, maximale Temperatur vom Fleisch sollte dann 67 Grad sein. Wenn man natürlich dann auch mal auf die Rind oder auf das Rind geht, gibt es dann natürlich auch verschiedene Sachen. Da kann man nach Rare aussuchen, Medium Rare, Medium, Medium Well, Well Down und so weiter. Da sind dann die ganzen Temperaturen hinterlegt. Und wie gesagt, aber auch die ganzen Temperaturen könnt ihr euch einstellen, wie ihr lustig seid. Ja, mehr gibt es eigentlich von diesen Einstellungen gar nicht zu sagen. Das ist eigentlich wirklich auch ziemlich selbsterklärend. Eigentlich die Beschreibung, die in Englisch hier beiliegt. Dort sind ein paar schöne Bilder mit dabei. Danach könnt ihr euch orientieren. Aber ansonsten ist das Ding selbsterklärend. Jetzt würde ich aber sagen, wir gehen mal in die Praxis über und dann gibt es noch ein paar technische Details mit hinzu. Hinter guten Produktvorstellung gehört natürlich auch das Ausprobieren. Was es dann genau gibt, das seht ihr dann in einem anderen Video. Heute geht es einfach nur um das Thermometer. Genau, wir haben hier unseren Grill. Der soll einen indirekten Bereich haben, beziehungsweise eine indirekte Zone von 160 Grad. Und hier haben wir diese vorhin genannte, ich nenne sie mal Spange. Das ist die Spange für die Garraumtemperaturnadel. Und zwar hat die den Vorteil, ich gucke nochmal, ob ich das näher ranhole. Seht ihr das? Und zwar hat die diese 3 Löcher hier drin. 3 Löcher haben den Vorteil, der ein oder andere, der mit sowas schon mal gearbeitet hat, wird wissen, was ich jetzt meine. Und zwar gab es die schon mal, diese Nadel, die gibt man hier rein und umso enger die Grillroste sind, das heißt meistens dann bei den Kugelgrills oder so, umso mehr muss man die Spange zusammendrücken. Und wenn man eine Spange hat mit einem Loch, wie es früher mal war, hält natürlich die Nadel dann nicht mehr drin, die Garraumtemperaturnadel. Ne? Ich drücke die Spange zusammen und umso weniger Halt ist darin. Deswegen ist hier der Vorteil von den 3 Löchern. Man kann das aussuchen. Man hat hier oben für ganz enge, ne, wenn ich das jetzt weiter zusammendrücke, für ganz enge Grillroste und in der Mitte dann für den, den wir benötigen. Und somit hat man dann einen sicheren, festen Halt von der Nadel und unserer Garraumtemperaturnadel bzw. Spange und Nadel. Und die zweite, die verschwindet jetzt bei uns hier in unserem, ja, Testprodukt. Aber wie gesagt, das Testprodukt seht ihr in einem anderen Video. So, wir haben nochmal die Nadeln ein kleines bisschen umgestellt. Wir haben es oben in die Halterung reingemacht für den Garraum und
der andere ist geblieben. Und dann zeige ich euch mal, seht ihr das hier auf dem Display? Mal, ich mal versuchen. Ich stelle mich noch mit einem Riesenkörper davor. Ja, das sieht man dein A, genau. Und zwar sieht man hier wirklich den Temperaturbereich vom Fleisch, hier unten den vom Garraum. Dann, das werden wir jetzt gleich noch einstellen, das ist unsere Zieltemperatur. Und dann sieht man natürlich auch hier oben ein Schweinchen, das wir heute Schweinefleisch verarbeiten. Wenn ihr dort natürlich dann Rindfleisch habt, steht ein Rind oder irgendwas anderes, dann da. So, jetzt gehe ich aber mal, oder halt, stopp, ein, was habe ich noch, was ich euch vorhin gesagt habe, magnetisch. Braucht man die irgendwo hinlegen, einfach hier dran heften, dann ist das gleich ordentlich verstaut. Ja, wie gesagt, dann gehen wir auf unsere App wieder, fangen oben mit der Temperatur an, die das Schwein erreichen soll. Deswegen gehen wir wieder auf Benutzer definiert und dann können wir hier unsere Temperatur einstellen. Marco, was sagst du, was machen wir jetzt bei dem Fleisch? Ungerade 79. Machen wir 79, halt, ich bin ja schon vorbei, halt, wo muss ich denn hin? Andreas rum, wieder zu weit. Haha, ne, der große Finger. So, 79 Grad haben wir eingestellt, Maximum. Gehen auf Speichern, die ganze Sache wird gespeichert, zeigt dann hier oben auch an, die Temperatur ist eingestellt. Und natürlich müssen wir noch den Garraum auch überwachen, beziehungsweise können wir überwachen. Und da gehen wir einfach hier unten auf dieses Zeichen. Dann hatten wir ausgewählt den Standort Räuchern und dann gehen wir hier auf Benutzer definiert. Und dann eine kleine Besonderheit, das zeige ich euch jetzt mal. Einerseits könnt ihr natürlich hier unten über das Rädel einstellen, die Temperatur. Aber andererseits könnt ihr auch hier oben drauf drücken und dann manuell die Zahl eingeben. Aber jetzt, das haben wir beim Testen herausgefunden. Zum Beispiel würden wir jetzt hier 140, machen wir mal 140 Grad einstellen. Würde der sofort wieder zurückspringen, ein Alarm würde auslösen, weil natürlich die minimale Temperatur kann nicht höher sein wie die maximale Temperatur. Deswegen als erstes die maximale Temperatur einstellen. Wir wollen in diesem Fall 170 Grad haben. Fertig, das übernimmt er. Dann nehmen wir die minimale Temperatur, die sollte bei 100, was wollen wir machen? 50. 150. Grad liegen, fertig, dann hat er die ganze Sache übernommen. Dann gehen wir auf Speichern und dann bringt er uns schon den ersten Alarm, weil natürlich, ihr seht hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, die Garraumtemperatur ist erst bei 40,6 Grad. Deswegen auf Löschen, der Alarm funktioniert. Und jetzt machen wir aber endlich mal die Klappe zu, dass wir das auch mal testen können. Ja, die Zeit, wo jetzt unser Stückchen Hackfleisch in dem Grill liegt, nutzen wir natürlich, um euch noch ein paar technische Daten mitzuteilen. Natürlich lässt sich auch das Thermometer mit WLAN verbinden und jetzt noch mal ein paar technische Details dazu. Also Bluetooth, jetzt muss ich mal ein kleines bisschen, weil diese technischen Sachen, das sind so viele Zahlen, mal ein bisschen mit ablesen. Hier habt ihr also dieses Bluetooth 5.1 Anliegen. Kompatibel ist das natürlich mit iPhone und auch mit dem Android-Betriebssystem. Und dann gibt es ja diesen Messbereich und der wird ja so unterschieden zwischen einem kontinuierlichen Überwachungsbereich und einem Kurzzeitbereich. Der Kurzzeitbereich, der liegt bei den Inkbird bei minus 30 bis 300 Grad. Und der kontinuierliche, der liegt bei minus 20 Grad bis 250 Grad. Die ganzen technischen Daten und so weiter, die werde ich euch mal hier mit draufschreiben. Die werden jetzt mal hier so durchlaufen, was alles dahinter steckt. Akkulaudauer und die Reichweite. Der Marco hat übrigens mal für uns die Reichweite getestet, erstmal vor bis zur Straße gegangen. Roundabout 50 Meter, er stand auf der Straße, das Handy hat die Verbindung nicht unterbrochen, konnte dort auch noch mir sagen, welche Temperatur angelegen hat. Ja, das bloß mal nebenher und wie gesagt, jetzt die technischen Daten seht ihr hier schon und dann jetzt weiter. Ja, ihr hört es, der Alarm ist da,
79 Grad KT haben wir erreicht. Und ich werde mal den Alarm jetzt hier löschen. Und dann ist eben das Schöne, zeige ich euch gleich mal, hier drüben ist die Temperaturverlauf wirklich ganz, siehst du das, Marco? Also ich versuch's mal, ja, ein bisschen. Wie gesagt, hier kann man eben genau sehen, hier links ist die Temperatur, hier die Zeitangabe dazu. Und da sieht man wirklich ganz kontinuierlich, ist die Temperatur angestiegen. Kann man eben dann alles nachvollziehen, auch wenn ihr dann hier ein Politburg machen wollt und so weiter. Da sieht man dann ganz genau, wie lange die Plateauphase gedauert hat. Also ist schon ein schönes Gadget hier, auch mal zu sehen, wie die Temperatur so ansteigt. Ja. Mehr gibt es eigentlich jetzt nicht dazu zu sagen. Ich zeige euch bloß mal ganz kurz, wie es überhaupt im Grill aussieht. Und das sieht doch sehr lecker aus. Wie gesagt, im nächsten Video erfahrt ihr dann, was das ist. Es scheint, dass wir nicht die Ähnlichen sind, die Hunger haben. Ich glaube, ja. Die ersten Leute kommen schon angefahren. So, wie ihr seht, der Saft läuft raus. Das war die Einstichstelle des Thermometers. Und wir schneiden das mal gemeinsam an. Geht durch wie Butter, würde ich jetzt sagen. Ich versuche das mal anzuheben. Und das ist ja also ein Hackbraten. Leute, das Bild ist ja schon sensationell, oder? Ja, und da sind wir schon wieder am Ende mit der Vorstellung unseres oder des Bluetooth-Thermometers. Ihr habt gesehen, was alles möglich ist. Unser Fazit dazu, simple Einstellung, wirklich richtig geiles Design. Was mir persönlich gefällt, ist so diese Display-Armatur. Ne? Man kennt ja so dieses rote, dieses schreckliche, sondern das rundet das komplette Design einfach nochmal ab. Die kinderleichte Bedienung, ihr braucht die Bedienungsanleitung nicht dazu. Die App ist auf Deutsch, habt ihr ja gesehen. Und ist einfach selbst erlernt, das Ding. Wie gesagt, wir persönlich sind mit den Inkbird-Geräten, die wir bis jetzt benutzen und benutzt haben, sehr zufrieden. Deswegen haben wir uns auch für die Vorstellung entschieden, für das Thermometer entschieden. Und wenn ihr noch was dazu wissen wollt, schreibt das in die Kommentare. Stellt uns die Fragen. Ein was fällt mir noch ein, was wahrscheinlich jeder wissen möchte. Und zwar zurzeit bei Amazon. Wir werden auch einen Link unten drunter mitsetzen. Könnt ihr euch über Amazon das Gerät kaufen. Zurzeit der Preis 79,99. Und ich denke, der Preis ist eigentlich sehr angemessen für dieses Gerät. Das ist jetzt hier nicht irgendwie 0815. Hier steckt schon ein bisschen Arbeit mit hinter und die ganze App und so weiter. Ich denke mal doch, das Geld ist es auf jeden Fall wert. Genau, und wir werden das Gerät auf alle Fälle weiterhin in Benutzung haben, damit ihr immer wieder mal seht, was über die Zeit mit dem Gerät alles machbar ist. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt uns das gerne mit einem Daumen nach oben. Wie gesagt, scheut keine Fragen, schreibt das in die Kommentare. Der Kauf des Temperaturmessers, das will ich immer sagen, des Thermometers, ist natürlich empfohlen. Von unserer Seite her müsst ihr das selber entscheiden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Eure Sachsengriller André und Marco. Ciao. Ciao, ciao.